Eine Gruppe Freiwillige riskiert in der Ukraine ihr Leben, um Haustiere, die von ihren BesitzerInnen nahe der Front zurückgelassen wurden, zu retten. Erst vor kurzem haben sie im umkämpften Donetsk-Gebiet rund 60 Hunde und Katzen aus Toretsk und Kostjantinivka gerettet. Dabei gerieten einige der Freiwilligen unter Beschuss. Jetzt suchen sie nach einem neuen Zuhause für die Tiere. Забрати таку собачку. Це дуже активна собачка, це собачка-компаньйон. Бо так от одну собаку врятувати, люди ризикують своїм власним життям і їдуть під обстрілами. Das Tierheim beherbergt aktuell über 260 Tiere. Doch der Platz wird knapp, weshalb sie dringend nach neuen Familien für die Tiere suchen. Seit Kriegsbeginn sind in der Ukraine hunderttausende Haustiere zurückgelassen worden, weil ihre BesitzerInnen flüchten mussten.